Für bestimmte Links in diesem Artikel erhält Bunte. D. Eine Provision vom Händler. So können wir dir Z. B. Besondere Produkte zu unschlagbaren Preisen anbieten. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit einem Icon gekennzeichnet. Happy Shopping. Ace-Saft in 5 Schritten selber machen. Falls du keinen Entsafter besitzt, kannst du deinen Ace-Saft mit einem Mixer und einem Seidtuch herstellen. So geht's, alle Zutaten gründlich waschen, gegebenenfalls. Schälen und in möglichst kleine Stücke schneiden. Die Zutaten in einen leistungsstarken Mixer geben. Obst und Gemüse zu einem feinen Brei pürieren. Bei einem schwachen Mixer, mische etwas lauwarmes Wasser unter die Zutaten. Das Püree durch ein feines Sieb oder Seidtuch gießen und den Saft in einem Behälter auffangen. Anschließend die Masse gründlich auspressen. Nach Bedarf Öl und Wasser hinzugeben. Et voilà, der Ace-Saft ist trinkbereit. Tipp: Um eine längere Haltbarkeit zu erzielen, kannst du den Saft in sterilen Gläsern oder Flaschen aufbewahren. Tipp: Füge deinem Saft etwas Zitronensaft hinzu. Die Farbe deines Saftes bleibt so besser erhalten, da der Oxidation entgegengewirkt wird. Das steckt drin im Ace-Saft. Ace-Saft galt schon bei Oma als bewährtes Getränk zur Stärkung des Immunsystems. Entsaftetes Obst und Gemüse, wie Möhren und Orangen, finden sich häufig in Ace-Säften wieder. Der Direktsaft aus dem Supermarkt enthält neben diesen Zutaten oft künstlich hinzugefügten Zucker und Vitamine. Ace-Saft besteht, wie der Name schon sagt, aus den folgenden 3 Vitaminen: Beta-Carotin, Provitamin E, Vitamin C, Vitamin E. Spinat, Mango, Möhren und rote Paprika enthalten viel Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. In Zitrusfrüchten wie Orangen, aber auch in diversen Kohlsorten findet man Vitamin C wieder. Pflanzliche Öle, Nüsse, Samen und Sojabohnen tragen viel Vitamin E in sich. Daher sollte dein Saft immer etwas Pflanzenöl beinhalten. Dadurch kann dein Körper außerdem das fettlösliche Beta-Carotin aufnehmen. Auch Zutaten wie Ingwer, rote Beete, Äpfel und Papaya sind für den Ace-Saft bestens geeignet. Deswegen solltest du Ace-Saft selber machen. In Gemüse- und Fruchtsäften aus dem Supermarkt steckt oft mehr Zucker als eigentlich nötig, wie der Ökotest zeigen konnte.
Das liegt dem Ökotest zufolge daran, dass viele Lebensmittelhersteller ihren Produkten Zucker hinzufügen. Wenn du den Esssaft selber machst, kannst du das Ganze umgehen. Da Säfte aus dem Supermarktregal meistens durch ein mechanisiertes Verfahren laufen, können die wichtigsten sekundären Pflanzenstoffe bereits während der Pressung verloren gehen. Auch das passiert nicht, wenn du den Saft selber presst. Hinzu kommt, dass du deine Zutaten nach der Biozertifizierung auswählen kannst, damit chemisch-synthetische Pestizide erst gar nicht in deinen Saft hereinkommen. Unsere Empfehlung: Obst und Gemüse saisonal einkaufen. Dabei hilft dir unser Saisonkalender, der dir zeigt, welches Obst und Gemüse du aktuell aus deutschem Anbau kaufen kannst. Was im Winter gut funktioniert ist, dein Lieblingsobst aus dem Sommer durch Saisonalsgemüse zu ersetzen, in dem ähnliche Vitamine sind. So kannst du deinen Esssaft also nach Farbe und Geschmack variieren und genießt einen regional-saisonalen Drink mit reichlich Vitaminen.